Bin ich einmal komplett rund um die Karte gelaufen. Ich bin echt ein Trottel, ey. Aber was soll's. Ja, du bist auch so nett. Strombold ist so ein richtig Ich gebe dir netter, nur recht. Ist ein netter, weißt du, richtig, man gibt ihm recht und er ist netter, trotzdem stinkig, weißt du? Wie eine Frau. Das ist richtig geil. Ja, magst du genauso gerne wie Fußpilz. Weißt du, man gibt ihm recht, gibt's Ärger. Man gibt ihm Unrecht, gibt's auch Ärger. Gibt's hier was Spannendes? Natürlich nichts. Weißt du, nicht mal was Geiles fällt hier, wenn ihr da ist. Da ist eine da gelbe Tages doch gedroppt. Die hat Quark eingestöpselt. Ich habe keine Tage eingestöpselt. Ich auch nicht. Ja, aber da, wo du gerade stehst, Feuerbart. Gerade steh. Da habe ich eine hingeschmissen. Ja, wo du standst. Du seid hier überhaupt schon wieder hin. Also ich bin hier gerade schon mal rumgerannt. Das kann nicht richtig sein. Ihr seid doch schon wieder wo ganz anders als wo wie ich bin. Nee, ich pop mich als wo wie ich bin. Vielleicht sollten wir das Problem einfach mal logisch angehen. Wie? Hier ist Feuerbarts Portal nach Ludgolain, bin ich gerade dran vorbei. Ja, da bin ich auch gerade vorbei. Wahrscheinlich hast du es gerade gesetzt, ne? Na, guck mal hier, dann gehe ich mal hier runter. Also hier bin ich noch gar nicht gewesen, oder? Jetzt laufe ich wieder einmal ganz rund um die Karte. Das kann nicht richtig sein. Hallo? Immer nur durch die Portale zu gehen. Also da, wo ihr seid, ist meiner Meinung nach gar nichts. Ihr müsst zurück zum Anfang gehen. Da geht es mich noch in eine andere Richtung. Ah, okay. Da versuche ich ja gerade hinzukommen, aber ich komme irgendwie nicht bei. Soll ich ein Portalchen aufstellen? Nö, ich bin da gleich. Stell ich ein Portal auf. Wer will, kann er da durchkommen. Wer nicht will, kann zu Hause vergammeln. Ich brauche keine Karte, ich kenne den Weg. Jetzt bin ich hinterm Feuerbad. Ja, und wir sind jetzt gleich am Anfang. Ja. Ist alles gut, haben wir gelöst wie Männer. Das haben wir gelöst wie Männer. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch in die Richtung kommen, oder ihr guckt im Süden oder so. Nordwesten, dann gehe ich mal hier geradeaus weiter. Oh ja! Komm mal mit dir mit, ich sehe schon hier. Jetzt komme ich nicht an dir vorbei. Ei, da ist ja der Dragon Jade the Jacked. Wer ist da? Hier ist ein Named. Oh. Schnetzeln wir mal eben weg jetzt hier. Ich hatte irgendwann mal ein Level up, sehe ich gerade. Ich habe noch keine Punkte vergeben. Ich muss gleich mal ein paar Tränke holen, glaube ich. Aufheben, meine ich. Ich komme ganz gut durch. Mein Typ hält auch schön viel aus, der Spacken. Der Spacken hält viel aus, so. Ja. Also der Söldner. Also ich muss auf jeden Fall auf Mana gehen, glaube ich. Also wie gesagt, ey, da würde ich echt mal gerne, dass die Zuschauer mir mal ein bisschen Tipp geben, ob ich das richtig sehe. Einmal kann man sich ja neu skillen. Einmal darf man sich verskillen. Habe ich das schon gedacht? Machst du einmal. Ja, ich hatte doch am Anfang ganz falsch geskillt. Und dann habe ich ja, immer noch falsch geskillt. Aber dann hatte ich ja natürlich das Glück, dass das nicht zu schlimm war. Oh Gott, ich sterbe, ich komme hier nicht weg. Ja, wir sind der Erste. Jetzt sind wir Level 20. Da kommen ja noch einige Level vor uns, ne? Okay, ich komme. Ich kriege hier Gutfürsten nicht tot. Ach, ich muss Alles gut, wir haben es im Griff. Die Gutfürsten darf ich nur draufhauen. Die sind sowas von immun gegen Feuerschaden, also gegen Magieschaden. Boah. Ätzend. So. Ja. So, kann ich jetzt meinen Skillpunkt vergeben? Eifer ist F2 und F1 war normal hauen, dann mache ich das mal F3. Oh, hallo! Hallo! Wie geht es Ihnen? Kann dir nicht helfen. Oh, meine Haut die ganze Zeit daneben. Vorbei. Das ist gerade voll ätzend. Trifft nicht. Guck mal, hier sind überall so nette Symbole auf dem Boden, siehst du das? Aus. Alter, ich bin echt ganz schön am Tränke. Vielleicht sollte ich doch mal wieder ein bisschen auf, Vitalität. Wie gesagt, ihr habt weniger Vitalität als ich. Ja, zu viel Vitalität ist verschwendetes Damage, ne? Muss man sehen. Nö, ich bin noch nicht umgekippt, also alles gut, ja? Ja. Oh, guck mal hier, das ist so ein Rätsel-Gwork. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, hier sind so hübsche Symbole auf dem Boden. Achso, dann seid ihr wahrscheinlich am Ende, oder? Ja, Ende nicht. Das sieht aus das sieht fast aus wie ein Questrätsel. Wie ein Rätsel beim von einem Click Adventure oder sowas. Ganz komisch. Ja gut. Boah, die hauen ganz schön rein, die Biester. Die Gespenster sterben durch Magie sehr schnell und die anderen Typen leider gar nicht.
voll durchgerannt, Quark. Was? Ich hab nichts gesehen. Sagte er und rannte durch das Feuer. Mensch, 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 Mensch. Das war ganz schön lange hier in dieser Kackgegend. Das ist eine echt massiv riesige Gegend hier, auf jeden Fall. Ja, aber du bist ja zuerst auf jeden Fall in die falsche Richtung gerannt. Ich renne hier auch schon ewig lang in einer Richtung. Ja, wir auch. Das ist aber auch ein relativ linearer Weg hier unten. Kein Teleporter. Bei mir. Ja, genau, das ist alles linear hier, bei uns auch. Ja. Ist ja verrückt. Und eine Richtung sind wir gar nicht gegangen, ne? Nee, also Südwesten. Da müssen wir, dann gleich hin. Wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade richtig gehe. Oder bei euch bei diesen Dings halt, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir gleich aufeinander zulaufen. Ich glaube, also ich renne die ganze Zeit Westen. Straight. Eigentlich. Bleib stehen, du Stück Dreck. Brauche ich mal einen neuen Gürtel, dass ich mal mehr Platz habe für Tränke. Ihr habt auch nur 2 Reihen bisher, ne? 3. Ja, du hast schon 3 Reihen. Ich baller die auch immer ständig weg. Mein Typ hat sich hier verhangen. Der hängt hier irgendwo. Am Chillen. Oh, na komm. Alter, geh ihm auf den Sack. Nutzlosigkeit spricht. So, platt. Ich hoffe den. Ja, gut, wo gehen wir hin? Ey? Ich würde sagen, hier lang. Ne? Oh, ich hab natürlich Truhen gefunden. Wow. Oh, hier ist. Oh, irgendjemand hat das Quest gelöst gerade. Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden! Komm zu mir bitte, komm zu mir! Ja, komm zu mir! Ich hab gerade gesagt, ich bin bei mir. Er ist in deine Richtung. Weil ich ja auch gerade bei einem Dings bin. Okay. Schaffen wir, ganz locker bleiben. Mach dir mein Portal auf. Ja, warte, also sofort und. Steht. Borg ist in deine Richtung, oder? Ja, ich will erstmal alles wegmetzeln, weil die noch hinter uns her sind, die Wichser. Die bösen Ziegen waren ich natürlich. Die sind ja gar nicht so böse. Die verteidigen nur ihr Land. Nein, die sind böse. Die böse, ich lieb. So. Okay. Schnetzel. Vernichten Sie den Geisterbeschwörer. Das ist jetzt. Oh, noch, oh. Hört sich nicht gut an, ey. Das klingt nach Boss. Ja, hier unten. Hier unten geht's weiter. So. Kill the Summoner. Lass mal die kleinen Zauber und so rumliegen. Weil ich den nicht brauch. Was? Die Zauber sind das Wichtigste. Ich bin da viel zu gut für. Oh, Leute. Oh, ich habe keine Tränke mehr, ne? Dann sollten wir vielleicht erst nochmal kurz in der Stadt, bevor wir uns mit dem Summoner anlegen. Ei. Da war platt. Die schießen. Die schießen, die Bösen. Also, da muss jemand anders mal ein bisschen rein. Ich bin schon vorne. Ich hab mich überteleportiert. Ja. Gut. Ja, siehste, so einfach ist das. Stromhold dabei. Schon läuft das hier. Weil ich gar nicht so viel Schaden mache. Da steht nicht nur ein Dreizack. Aber ich habe mich noch nicht so ganz geskillt. Warte, ich guck mir den gleich mal an. Also, so wie ich skille, baue ich das erstmal auf, bis ich das habe, was ich möchte. Eigentlich. Mal identifizieren. Ups, jetzt habe ich ein Townportal gemacht. Ich wollte da identifizieren. Kehren Sie zur Stadt zurück. Haben wir den Summoner jetzt getötet schon? Ja. Echt? Du musst das Buch noch benutzen. Oh, ich glaube, den Dreizack nehme ich. Der ist sogar besser als meine Axt. Nice. Ja. Den nehme ich. Sehr schön, cool. Quest completed. Return to town for more information. Ja. Du musst das Buch benutzen. Ja, ich bin schon dabei. Kennzeichnet das Grab von Tal Rasha. Von allen Horadrim kann man ihn den Höchsten nennen. Es war ein strahlender. Die das Grab von Tal Rasha suchen, werden es durch das Portal finden. Doch wisset, dass die funkelnden Symbole hier in meiner geheimen Zuflucht die Zeichen der 6 falschen Gräber sind. Das fehlende 7. Symbol kennzeichnet das Grab von Tal Rasha. Von allen Horadrim kann man ihn
den Höchsten nennen. Es war ein strahlender, aber kurzer Augenblick für die Magier-Clans, als sie ihre Unstimmigkeiten beilegten und zusammen gegen den gemeinsamen Feind antraten. Die Horadrim jagten die drei unbarmherzig durch die öden Reiche des Ostens. Cool. Und sogar in die unbekannten Länder des Westens, damit der Erzengel Tyrael ohne Makel bleiben konnte. Als sie die drei für besiegt hielten, zerbrach der instabile Bund der Horadrim. Die verzweifelten Magier-Clans vernachlässigten ihre heilige Aufgabe, die drei Seelensteine zu bewachen, und stritten sich über Kleinigkeiten. Ihre Konflikte... Alle durch? Jo, also ich schon. Einen Zettel glaube ich noch. Übel, die sie in der kalten Erde begraben. Ja, jetzt. Karte, wir haben keinen Wegpunkt hier, ne? Nee, doch haben wir. Vorne. Aber der hat... Ja, er hat doch gesagt, irgendwie, dass quasi. Ich kann ja noch ein zweites Portal stellen hier. Das Wichtige ist, in Igwo müsst ihr eigentlich noch ein Portal stellen. Dann müsst ihr die Zeichen auf dem Boden sehen können. Weil sonst verdeckt die komplett. Und eigentlich müssten wir uns dann einen Screenshot machen oder später nochmal gucken. Und die Zeichen, die hier markiert sind, das sind alles die Fakes. Wobei es nochmal okay. 7 Zeichen. Hätte ich gesagt, die 6 Zeichen, die dargestellt sind, sind keine. Ist nicht das Grab und das siebte ist das Grab, ne? Ja genau, aber es sind 7 Zeichen. Ja, es sind 7 Zeichen auf dem Boden. Ich gehe mal zum Tagebuch. Achso, brauchst du nicht. Guck mal in die Quest. In die Quest. Die Quest, die Quest, die Quest. Return to town for more information. Oh, the symbol of the true tomb of Tal Rasha. Da ist es. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Stadt zurück. Okay, wie kommen wir denn hier wieder her zu diesem Portal in den Canyon of the Magi? Ja, durch eins unserer Portale. Wir gehen jetzt durch deins durch. Ich habe ja auch noch eins stehen hier. Achso, und dann kommen wir wieder zurück. Die Frage ist, ja, genau. Wollt ihr noch weitermachen oder wollt ihr jetzt mal Schluss machen? Ich habe keinen Stress. Ich auch nicht. Ja, gut, also wir können das gerne noch... Gehen wir da gleich mal kurz hin. Wir müssen hier nochmal mit der Cat Kane, glaube ich, quatschen, ne? Ja, genau. Wollen wir das eben als erstes machen und dann noch eben einkaufen und so? Genau. Ja, klick mal an. Ihr müsst rasch handeln, mein Freund. Denn Diablo hat zweifellos bald gefunden, wonach er sucht. Findet das Grab von Tal Rasha, bevor er den Herrn der Zerstörung befreit. Ich hoffe, dieser frische Geisterbeschwörer hat uns Tod Frieden gefunden. Bedauerlicherweise ist wahrscheinlicher, dass ihn die Dämonen, an die er gebunden war, mit in die Hölle hinabgezogen haben. Lasst euch das eine Lehre sein. Dämonenmagie ist ein schneller Weg, aber ihre Kräfte sind verführerisch und tödlich. Ich dachte am Anfang schon, da kommt nichts mehr. Da kam dann doch noch was. Also wir haben 4 Quests von 6 erledigt und 2 Stück führen uns in Tal Rashas Grab. Ja. Wir sind ziemlich und am Ende, würde ich sagen. Das klingt ja so, ne? Ist das Akt 2 oder was machen wir hier, ne? Akt 2, ja. Hier liegt ein Schild, ne? Bitte verkauft das nicht oder so. Das habe ich nur gerade hingelegt erstmal. Okay. Woran erkenne ich denn, ob ein Gegenstand sockelbar ist? Das steht dann dabei, ne? Die haben so Lücken quasi auch da drin. So Löcher. Im Symbol, ne? Ja, genau. Ach, das haben die hier auch schon? Ja. Okay, alles klar. Dann okay. So, ich muss, wo konnte ich... Tatsächlich, glaubt es nicht, aber Tränke kaufen. Ah ne, ich habe ja noch 1000 auf der Bank, warte mal eben. Heiltränke habe ich auch noch welche. Hier. Nee, brauchst du nicht. Ich habe 1000 hier. Ich habe die ganze Bank voll mit. Und mit Sternchen. Also halb voll mit Sternchen, halb voll mit Dings. Also alles gut. So. So, jetzt habe ich auch endlich mal einen Gürtel mit 3 Reihen. Hast du einen gekauft? Gab's beim Händler gerade was Nettes, was mir helfen konnte. Bei der Fahrer? Ja, genau. Guck ich gerade mal.
Ja, ist leider mein Set-Item. Das würde ich natürlich eigentlich ungern wegpacken, ne? Ja, ich hatte da nur alten Crap drin, deswegen hatte ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Plus 5 zur Stärke. Ich glaube, wenn ich es wegpacke, dann kann ich mein Schwert auch wieder nicht mehr tragen. Ich muss unbedingt Stärke skillen. Also ich muss unbedingt gleich mal Verteidigung skillen. Ich muss aber auch Magie skillen, glaube ich, weil ich brauche ein bisschen Mana doch als Parler. Also ich muss echt mal, die Fans müssen mir echt mal sagen hier, ob ich denn als Parler Magie skillen soll. Ich habe das Gefühl, dass das Mana relativ schnell weg ist. Oder ich muss wahrscheinlich besser wechseln zwischen normal zuschlagen und mit Magie zuschlagen. Ich mache das noch ein bisschen falsch, glaube ich, alles. Aber was soll's. Ist ja nicht so wichtig. Ich bin ja auch ein schlechter Spieler. Hauptsache, ich habe Spaß. Mal ganz kurz. Wir gehen jetzt in die Schlucht der Magier, ne? Ich? Da gibt's ja bestimmt ein Portal. Ja, da gibt's ein Portal. In der Schlucht? Ja. Ja, dann gehen wir da mal rein. Das wird vielleicht auch wieder mehrere Ebenen haben oder irgend so ein Scheiß. Ach, vermutlich ist direkt beim Eingang bestimmt ein Portal. So, ich bin hier da. Ich auch. Also schon, seid ihr durchs Portal durch? Ja, ich bin natürlich nicht durch mein Portal gegangen, damit die alle noch stehen. Bin durch das von Gorarak gegangen. Du kannst durch meins gehen. Im Prinzip ist es egal. Stimmt, wenn wir gleich das andere Portal finden, ne? Das ist eigentlich egal. So, ich komme rüber. Aliena hat auch eins gestellt. Nee, also nicht hier zumindest. Achso, okay, dann ja, bin ich genau froh, dass ich nicht da durchgegangen bin. Der Wegpunkt ist direkt hier. Halleluja. Das heißt, wir könnten theoretisch auch Schluss machen. Müsst ihr euch jetzt entscheiden. Ja, Lars, du klingst so, als würdest du gerne Schluss machen. Nö. Wen haben wir denn? Es dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen, was wir dann. Ja, ich vermute auch, hier geht jetzt ein relativ großes Kapitel los. Würde es vielleicht Sinn machen. Hoppala. Es tut mir leid, mir ist mein Handy runtergefallen. Macht nichts. Ja, du hast eigentlich ganz gut recht. Dann verabreden wir uns jetzt zeitnah. Versprochen, Leute. Es geht jetzt schneller weiter. Da haben wir uns alle drei fest vorgenommen. Und von daher denke ich, machen wir jetzt einen Break und machen in der nächsten Session weiter. Wir haben jetzt erstmal für ein paar Wochen was, ne? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir denn einmal die Woche oder zweimal die Woche was raushauen? Also von mir aus können wir gerne zweimal die Woche raushauen. Ich bin da, bei mir ist Zeit wieder da. Ja. Also, ne, also klar, ne, ich bin immer noch arbeiten und so, aber wir können uns wieder normal verabreden, sag ich mal. Super, also Leute, freut euch auf zwei Folgen Diablo 2 ab sofort auf drei verschiedenen Kanälen. Bei mir natürlich unique in Englisch, ne? Und dann geht das weiter. Bei mir natürlich unique wegen bester Spieler der Welt und so. Nee. Also. Genau, und bei Lars unique, weil er ohne Hose. Also, kommt aber auf meinem Sub-Channel ist Feuerbart und nicht auf meinem Haupt-Channel Gronkh. Also, nur ist. Ach, okay, alles klar. Ich hätte jetzt auf Gronkh gesucht. Ja, also ja, nee, daher, ne? Deswegen, also, damit wir alle Bescheid wissen. Also extra dabei sagen. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns ein paar Däumchen und Kommentare da, ne? Ja, genau. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Genau, machen wir. Und wer fängt an mit Tschüss? Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.